Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Herzlich willkommen zur Christvesper am heiligen Abend hier in der Erlöserkirche. Und ein herzliches Willkommen denen, die von zu Hause aus diesen Gottesdienst mitfeiern. In der Kraft des Heiligen Geistes sind wir miteinander verbunden. Er schenke uns jetzt offene Herzen und offene Ohren. Er schenke uns einen heiligen Moment. Er schenke uns ein Wort, das uns Kraft schenkt für den nächsten Schritt. Er schenke es, dass er in unsere aufgeschreckten Seelen einzieht. Er, Jesus, der Friedefürst. Er, unser Heiland und Erlöser. Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestalten. Am Ausgang erbitten wir von Ihnen eine Kollekte für die Aktion Brot für die Welt. Singen ist mit Maske erlaubt. Und so lasst uns einstimmen in das erste Lied. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Wir haben uns hier versammelt im Namen unseres Gottes, der uns so sehr liebt, dass er uns ganz nahe sein will, der sich nicht so groß war, ein Kind zu werden, der allen, die seinen Namen anrufen, Trost und Vergebung schenkt. Wir haben uns hier versammelt in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn im heiligen Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Lasst uns beten. Jesus Christus, eingeborener Sohn, geliebter Herr, wir danken dir, dass du als Mensch zur Welt gekommen bist, in unsere gottferne, verwirrte Welt,
hast du dich ganz und gar hineingegeben, um den Vater bekannt zu machen und seinen Willen zu lehren. Danke für den Trost, den du uns bringst, die Liebe, die Erlösung. Du siehst, welche Anspannung wir mitbringen. Manchen Ärger, manche Angst, manche Schuld. Lass uns in deiner Gegenwart entlastet werden. Lass uns hineinfinden in eine echte Freude am Christfest. In der Stille sagen wir dir jetzt, was uns bewegt. Herr, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Hab Dank dafür. Amen. Lesung aus dem Propheten Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches tun wird der Eifer des Herrn Zebaoth. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Auf ihm ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, hier in der Erlöserkirche und zu Hause in den Wohnzimmern. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Daran will uns die Plakatwand vor der Erlöserkirche erinnern. Sie steht dort seit dem 29. November und sie ist noch bis zum Montag zu sehen. Wundervoll. Chanukka bzw. Weihnachten. So ist es in großen Buchstaben auf dieser Plakatwand zu lesen. Chanukka, das jüdische Lichterfest. Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu Christi. In beiden Festen spielt das Licht eine zentrale Rolle. Und so will uns dieses Plakat als Christen an unsere jüdischen Wurzeln erinnern. Auch unser heutiger Predigttext ist zunächst an das jüdische Volk gerichtet. Im Auftrag Gottes malt da der Prophet Micha ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Jesu seinem Volk eine wunderbare Vision vor Augen.
Ich lese aus Micha Kapitel 5. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Herr, nun schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Mann, der diese Worte geschrieben hat, der Prophet Micha, er lebte 700 Jahre vor Christi Geburt. Als Bote Gottes sagte er seinem Volk das Gericht an. Denn der Gott der Bibel ist kein Kuschelbär, kein Teddy, kein harmloser Gott. Dieser Gott, er protestiert, wenn das Recht gebeugt wird. Dieser Gott, er klagt an, wenn die Armen ausgebeutet werden. Dieser Gott, er schreitet ein, wenn sein Volk anderen Göttern dient und Korruption und Bestechlichkeit sind ihm ein Greuel. Und so kündigt Micha im Auftrag Gottes dem Volk zunächst einmal das Gericht an. Und so wurde das Volk Israel durch seine Nachbarvölker immer wieder bedroht. Durch die Assyrier, dann durch die Babylonier und am Ende wurde der Tempel in Jerusalem, das Zentralheiligtum, sozusagen die Erlöserkirche, dieser Tempel wurde zerstört und die heiligen Geräte wurden entwendet. Und kein Stein blieb mehr auf dem anderen. Israel musste für 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft. Das war für das Volk eine harte Zeit. Und doch, das ist der rote Faden, der sich durch die Bibel Alten und Neuen Testamentes zieht. Gericht und Gnade sind bei Gott immer ineinander verwoben. Und so erscheint schon bei Micha am Horizont ein Lichtblick. Der Prophet Micha schaut weit in die Zukunft. Er sieht etwas, eine innere Schau, etwas Gehörtes, etwas Gesehenes, das Gott ihm schenkt. Und dort in der Ferne sieht er einen von Gott berufenen Herrscher. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Micha beschreibt diesen messianischen Herrscher als Hirten. Und wie ein Hirte seine Schafe weidet, so wie ein Hirte rund um die Uhr für die Herde da ist, so wird der neue König regieren. Dieser Hirte ist im besten Sinne ein Pastor Bonus, ein guter Hirte. Ein guter Hirte, der schont sich nicht. Er gibt sein Leben, Herr,
für die Herde. Er weidet seine Schafe. Und die Pastorale, die wir gerade nach dem dritten Teil der Weihnachtserzählung gehört haben, von Dmitri Grigorjew an der Baumhöhe-Orgel, diese Pastorale passt so wunderbar dazu. Das sind ja die Hirtenlieder, die die Weihnachtszeit so ausmachen. Der Hirte, dem Verzweifelten schenkt er ein offenes Ohr. Dem Verletzten, der am Boden liegt, verbindet er die Wunden. Dem Verzagten, dem spricht er Mut zu. Und wer am Boden liegt, dem hilft er auf. Dem, der seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann, dem schenkt er einen Schuldenschnitt, einen Schuldenerlass. Und dem, der gnadenlos in seinem Herzen von bösen Gedanken umgetrieben ist, dem begegnet er mit Sanftmut. Dem Wortgewaltigen, der alle anderen platt redet, dem fällt er ins Wort. Er nimmt ihm den Wind aus den Segeln. Und wo Menschen sich bekriegen, da schreitet er ein. Da wirft sich der gute Hirte dazwischen. Ja, da werden Schwerter zu Pflugscharen. Und da wird das Kriegsbeil begraben. Da spielt, so heißt es bei Jesaja an anderer Stelle, der Säugling am Loch der Natter, der Schlange. Und Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Ja, der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Was für eine Perspektive, was für eine Vision. Und wir ahnen alle, von dieser pastoralen Idylle sind wir damals wie heute meilenweit entfernt. Unfriede liegt in der Luft. Angst vor der Pandemie. Die Teilung der Gesellschaft in geimpft und ungeimpft. Der Riss, der durch manche Familien geht. Freundschaften, die aufgrund von Corona zerbrochen sind oder zumindest gefährdet. Ja, und dann über allem noch die Sperrung der Autobahnbrücke im Ramedetal. Als hätte die Flutkatastrophe nicht schon genug Leid gebracht, vom Sterben der Fichtenwälder ganz zu schweigen. Ach ja, und die Inflationsrate, die war ja auch so hoch wie noch nie. Und das Ansehen der Politiker, es sinkt. Ja, wem kann man denn heute noch vertrauen? Und wo geht die Reise hin? In unserem Staat, in unserem Bundesland, in unserem Landkreis, in unserer Stadt. Wo geht die Reise hin? In meiner Familie, in meinem kleinen Leben, wo ich mich doch immer nach einem bisschen Frieden sehne. Der heilige Abend, der heutige Tag, lädt ein, sich einmal dieser Frage zu stellen. Wo geht die Reise hin? Wo geht deine und meine Reise hin? Der heutige Tag, der heutige Abend, die heutige heilige Nacht, sie lädt ein, sich zu orientieren. Und im Wort orientieren,
da steckt ja das Wort Orient drin. Im Orient, im Osten, im Morgenland, da geht die Sonne auf. Und die aufgehende Sonne war immer schon ein Symbol für die Ankunft Christi. Und wenn ich mich orientiere, dann richte ich mich aus auf Jesus, das aufgehende Licht aus der Höhe. Und je mehr ich mich in meinem Herzen auf ihn ausrichte, dort liegt Jesus. Dort ist er zu sehen, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und dann die Botschaft, die wir gerade aus dem Munde unserer Presbyterin Petra Baumgart gehört haben. Diese unglaubliche Botschaft, denn euch ist heute der Heiland geboren. Er ist dir geboren und dir und dir und mir. In der Geburt Jesu von Nazareth hat sich das Wort des Propheten Micha erfüllt. In ihm, in Jesus von Nazareth, ruft Gott alle Menschen zu sich. Die Juden wie die Nichtjuden, die Heiden, die Afrikaner und die Europäer, die Lüdenscheider und die aus Altena, die Hülscheider und die Hedfelder, die aus der Apostelkirche und die aus der Erlöserkirche. In ihm, im Kind in der Krippe, da erfüllt sich das Prophetenwort. Und die Menschen mussten 700 Jahre auf die Erfüllung dieser Weissagung warten. Den Zeitplan Gottes, den können wir nicht ergründen. Aber eins dürfen wir glauben, was Gott zusagt, das hält er gewiss. In Jesus Christus erscheint Gott allen Menschen als Pastor Bonus, als guter Hirte. Er ist der beste Hirte im Himmel wie auf Erden. Kein Pastor, kein irdischer Pastor, kein Papst und kein Bischof, keiner vom Gottesbodenpersonal hier auf Erden kommt an diesen Pastorbonus ran. Er zeigt uns den Weg aus der Sackgasse. Er schenkt uns hier und jetzt ein Wort, eine Melodie, eine Musik, die uns tröstet, die uns Mut macht. Und er bewahrt dich und mich davor, das Leben vor die Wand zu fahren, es einfach wegzuwerfen. Denn wir ahnen ja, für viele Menschen, die mit Selbstmordgedanken sich herumplagen, ist der Heilige Abend eine echte Versuchung. Da möge der Pastor Bonus davor sein und sich in den Weg stellen und diese Menschen auffangen und ihnen nachgehen. Er ist für dich und mich da. Und wie ein guter Hirte ein jedes seiner Schafe mit Namen kennt, so kennt der Mensch gewordene Gottessohn auch dich und mich mit Namen, nicht mit einem Strichcode und nicht mit einer Nummer. In ihm, dem Mensch gewordene Gottessohn, in ihm ruft er uns zu sich. Hier und jetzt ergeht sein Ruf. Hörst du diesen Ruf? Kannst du ihn vernehmen in deinem inneren Stimmengewirr? Willst du diese Stimme des guten Hirten aus den vielen anderen Stimmen der Angst und der Furcht heraushören und willst du ihm folgen?
Lasst uns einmal dieser Frage nachgehen. Willst du ihm folgen? Willst du seine Stimme vernehmen? Und plötzlich meldet sich das, was andere Menschen schon lange in uns hineingelegt haben. Und Gott schenke es, dass so ein Urvertrauen zu ihm in diesem Gottesdienst erwacht. Ich lade dazu jetzt am Ende meiner Predigt zu einem Moment der Stille ein. Lasst uns diese Stille aushalten. Lasst uns vor Gott still werden. Stille ist ja mehr als das Verzichten auf Reden. Stillen bedeutet, ich öffne mein Herz für Gott. Ich lade herzlich ein, diesen Moment der Stille auf sich wirken zu lassen, in sich zu gehen und mit dem Herzen zur Krippe zu gehen. Lasst uns einen Moment der Stille haben, und ich schließe dann nach dem Moment der Stille mit dem Friedensgruß. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Weihnachten ist das Geschenk Gottes an uns. Und wenn man mit anderen teilt, dann wird das, was man verschenkt, nicht weniger, sondern es verdoppelt sich. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Aus Gottes Fülle zu schöpfen, auch in materiellen Dingen, das ist nicht allen Menschen möglich. Darum ist auch in diesem Jahr in der ganzen EKD die Kollekte des heutigen Abends für die Aktion Brot für die Welt bestimmt. Brot für die Welt leistet vor allen Dingen auch in Afrika eine wunderbare Hilfe denen, die nichts oder wenig haben. Und in allem geht es um Hilfe zur Selbsthilfe. Wer hier und jetzt die Kollekte nicht in bar geben möchte oder wer zu Hause überlegt, wie kann ich denn jetzt meine Kollekte abgeben, der schaue auf unsere Homepage. Dort ist eine Bankverbindung eingegeben. Das bedeutet, für die heutige Kollekte ist auch per Online-Banking eine Kollekte möglich. Und wer will, bekommt dann auch eine Spendenquittung. Brot für die Welt. Lasst uns denen etwas geben, die sich von unserem Überfluss gar keine Vorstellung machen können. Brot für die Welt. Gott segne Geber und Gaben. Stille Nacht. Thank you.
Ich lade herzlich ein zum Gottesdienst am ersten Weihnachtstag morgen hier in der Erlöserkirche um 10.30 Uhr. Ich lade herzlich ein zum Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag. Der fällt in diesem Jahr auf den Sonntag. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Apostelkirche. Und ich lade auch herzlich ein, im Blick auf das Verlassen der Kirche einmal den hier so ein bisschen vorgezeichneten Weg zu gehen. Es kann im besten Sinn ein Gang zur Krippe werden. Und heute sind die Letzten, die Ersten gut biblisch. Ich würde dann, nachdem wir das letzte Lied gesungen haben, die hinteren Reihen bitten, nach vorne zu kommen und einmal wirklich durch den Raum zu schreiten, sich auf den Weg zur Krippe zu machen, alles, was hier im Altarbereich steht, mal aus der Nähe anzuschauen und dann über diese Seite durch das Hauptportal die Kirche zu verlassen. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Die Fürbitte mündet in das Vaterunser-Gebet, die Sendung und den Segen. Und ich bitte dazu, aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir bringen vor dich die Friedlosigkeit, die in uns steckt wie ein Virus, die Friedlosigkeit im Kleinen wie im Großen. Sei du unser Friede. Lass uns im tiefen Frieden sein mit unserem Vater im Himmel. Und lass Frieden wachsen in den Ehen und Familien, im Beruf und in der Gemeinde, Frieden in der Gesellschaft und zwischen den Völkern. Und zeige uns, wo wir Böses mit Gutem überwinden können. Und lass uns auf dein Reich hoffen. Dein Reich, in dem der Friede kein Ende hat. Dein Reich, in dem Hass und Krieg überwunden sind. Sei bei denen, die unter der Pandemie leiden. Sei bei denen, die in unserer Stadt, in unserem Land politische Verantwortung tragen. Sei bei denen, die in dieser heiligen Nacht für andere da sind. Sei bei uns in unseren Familien und segne und behüte uns an Leib, Seele und Geist. Ja, bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und gemeinsam lasst uns beten. Geht hinein in die heilige Nacht. Geht ohne Furcht. Hört und seht Engelsworte, Himmelslicht. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und
schenke euch Frieden. Amen.